Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Bieber. Heute wollte ich eigentlich den Modus Tracker Blaster rausbringen. Aber der ist noch nicht angekommen, das wird also vielleicht nächste Woche was. Also bin ich erstmal rangefahren bei Smith Toys und da habe ich mir hier diesen Alpha Strike Blaster geholt von Nerf. Vor einer Stunde wusste ich noch nicht mal, dass es den Laden gibt und jetzt ist er plötzlich verlässlich als der Versandhandel heutzutage. Kann doch nicht wahr sein. Naja, ich habe hier erstmal die Wolf mitgenommen von der Alpha Strike Serie. Manche wollten nochmal, dass ich den mal vorstelle. Ich habe mich erstmal so ein bisschen gewehrt, weil die Alpha Strike Serie wirkt es ein bisschen sehr billig. Werden wir heute mal gucken, was das Ding wirklich so drauf hat. Das Grundprinzip hier war nämlich, ihr habt vielleicht mitbekommen, X-Shot Blaster. Habe ich ja in letzter Zeit auch ein paar vorgestellt, weil nicht so viele Nerf Blaster da waren. Hier, die Dinger sind ziemlich günstig. Manche würden auch sagen billig. Die sind sehr günstig hergestellt und viele von diesen besonders coolen Blastern hinten sind ja immer ein bisschen teurer bei Nerf. Deswegen haben sich hier solche Konkurrenten immer ganz gut durchgesetzt, weil die einfach günstiger waren. Obwohl, heute habe ich bei Smith Toys auch schon gesehen, eine Disruptor für 13 Euro. Geil. Würde ich empfehlen. Naja, Punkt ist, Nerf wollte ich hier auf jeden Fall mithalten. Haben wir auch nochmal schön draufgeschrieben. Hier, wir sind die Nummer 1 Blaster-Marke, Leute. Noch sind wir die Nummer 1. Den Platz nimmt uns keiner weg. Die wollten jetzt nämlich mithalten, indem sie auch günstige Blaster herstellen. Wie hier zum Beispiel, man sieht schon, ein bisschen billigerer Look. Und wie ich auch schon gesagt hatte, 13 Euro, 14 Euro um den Dreh. Das ist so viel wie eine Disruptor. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie in den richtigen Enden gespart hatten. Ich spare euch jetzt erstmal hier dieses ganze Gelaber und mache den Blaster auf. Oh, diese Überleitung und Flachwitze heute wieder. Sondern erstmal, der Blaster ist verdammt leicht. Also, das ist ja nichts. Da sind nämlich auch keine Schrauben drin. Schrauben wiegen manchmal ein bisschen was und hier haben wir nicht zusammengeschraubt. Die Sachen sind einfach nur zusammengesteckt und das hält so. Man kann hier noch mal richtig auf beiden Seiten gucken. Hier zum Beispiel die Schulterstütze. Einfach so da reingeklickt. Also für Modder sollte das dann auch nicht besonders was sein, weil man kann es nicht auseinanderschrauben. Schon mal eine Zielgruppe weg. Was ist mit den anderen, die nicht viel Geld haben für einen coolen Blaster? Also wenn ihr wirklich kein Geld habt, werdet ihr wahrscheinlich mit dem Design erstmal zufrieden sein. Aber ich möchte insgesamt sagen, er sieht nicht besonders großartig aus. Weil es sind so zwei sehr helle Farben. Und das sticht einfach irgendwie ins Auge. So wenn man schwarz-orange nimmt, das ist bekannterweise eine meiner Lieblingskombinationen. Hier zum Beispiel hier oben mit dieser Alpha Strike. Da sieht das viel besser aus. Ne, es war die Alpha Hawk. Alpha Hawk war das. Hier. Die sieht viel besser aus, weil wir haben hier grau, dunkelgrau, schwarz. Haben wir alles mit drin. Und eben diese schrille Orange. Aber es ist halt schön so ein Mix. Hier, es ist einfach nur extrem grell und außerdem haben wir eben nochmal diesen super billigen Look, weil wir haben hier überall Aussparungen drin, auch besonders hier beim Griff. Der ist eben nicht voll ummantelt, das sind einfach nur solche Riffel hier. Wobei ich sagen muss, ich fand das eigentlich früher immer ziemlich cool. Zum Beispiel die Split Strike, so auf der einen Seite war dann immer der Griff geriffelt, damit sie zusammenpassen. Griff geriffelt, der Griffelriff, der Riffelgriff, ich glaube der Griffelriff, ich habe es falsch gesagt. Okay, der Griffelriff. Ah, der Riffelgriff, den fand ich auf jeden Fall immer ganz cool. Und manchen Leuten kann es allerdings vielleicht nicht gefallen, weil wenn man da zu doll reindrückt, ja, dann holt man sich eben hier solche Abdrücke auf der Hand. Und das ist nicht jedermanns Sache. Aber zum Glück ist der Blaster ja nicht so schwer, dass man irgendwie total fest greifen muss, damit er nicht runterfällt. Sowas halt. Aber zum Rumbauen haben wir übrigens auch nichts. Das ist also schon mal für die Modulus-Freunde auch ein Problem. Also wieder eine Zielgruppe weg. Man kann ja zum Beispiel dieses Zielvisier hier, das kann man nicht abnehmen, das ist draufgeklickt, geht auch nicht mit Schrauben los, wir haben auch keine Schrauben drin, habe ich schon mal gesagt. Ja, also man kann die auch nur einmal gerade durchgucken. Dazu muss ich mal ganz kurz was sagen. Das letzte Mal habe ich diese Regenerator vorgestellt, die hatte so ein richtig beschissenes Zielvisier. Fand ich überhaupt nicht gut. Hier, total billig, aber da haben wir zumindest nochmal vorne so ein, wie heißt das überhaupt? Prangende Zielvorrichtung vorne, meine Fresse. Hier ist das einfach nur so ein komisches Fernrohr, da kann man nur durchgucken. Was bringt mir das? Da kann ich auch ganz normal an der Seite vorbeigucken. Ist ja nicht mal ein Korn ist da drin, nicht mal eine Kimme, nichts. Das ist halt, was mich so ein bisschen daran ärgert. Von wegen, man hat zwar total was Billiges draufgebaut, aber man hat völlig am falschen Ende gespart. Das hier fand ich auch nicht gut, aber irgendwie ist es besser. Ja, deswegen wollte ich den Blaster ursprünglich nicht vorstellen, weil es sind ein paar Sachen dran, die mich ein bisschen nerven. Allgemein mag ich ja so eine Sparsamkeit, dafür feiere ich die X-Shots ständig ab, aber man muss an den richtigen Enden sparen. Hier zum Beispiel der Abzug, worüber vielleicht manche Leute nicht so wirklich nachdenken, aber der Abzug muss auch ein bisschen angenehm sein, das macht der Blaster keinen Spaß. Ja, wenn man das hier dran zieht, ihr seht vielleicht schon, der ist hier unten irgendwie befestigt. Und wenn ich den dann ziehe, das ist dann wie so eine Wippe. Der geht nur oben reinzuziehen, unten bleibt er fest. Hier kann ich die zum Beispiel ganz durchdrücken. Ich meine, ich bin kein Ingenieur. Vielleicht ist das super schwer zusammenzubauen, aber ich weiß auf jeden Fall, das hier ist sehr viel angenehmer zu benutzen als dieser komische Abzug, der total schwer reinzuziehen ist und nur an der obigen Stelle. Und wenn man die unten zieht, unangenehm. Naja,
Wir haben übrigens, das wollte ich mal dazu sagen, nicht, dass mich einer falsch versteht, hier drin im Zielvisier ist weder Kimmer noch Korn, also hier drin haben wir nichts. Hier vorne haben wir so ein fettes, breites Korn drauf. Damit kann man durchaus ein bisschen zielen, aber da muss ich mich ganz ehrlich fragen, warum das Ding überhaupt draufbauen? Warum? Es hat ja doch gar keinen Sinn. Einfach nur hier eine Kimme drauf, selber Effekt. Das ist wirklich nur fürs Aussehen. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Aussehen ist nicht die Stärke von diesem Blaster. Darauf hätte man sich nicht konzentrieren müssen. Ja, also der Blaster sieht wirklich sehr billig aus. Dieser hier nicht. Und das ist eben, was Ikshu zum Beispiel sehr gut kann. Die machen hier keine aufgemalten Logos drauf, die machen hier Sticker rein. Das hatte Busby auch gemacht, da sah das sehr billig aus. Habe ich auch mal gesagt. Hier sind die Sticker eben genau so eingelassen, dass man sie nicht wegkratzen kann und dass sie eigentlich nicht wirklich auffallen. Die sehen aus wie ordentliche Logos. Also ihr merkt schon, man muss es richtig machen. Man kann nicht einfach nur alles Geld sparen und dann erwarten, dass daraus ein guter Blaster wird. Man muss schon ein bisschen was dahinter haben. Also, das ist, was mich so besonders daran aufgeregt hat. Ich weiß nicht, ob das für euch spaßig ist. Ich finde es erstmal nur aufregend. So, nicht auf die gute Weise. Dann können wir jetzt erstmal mit dem Blaster rumschießen. Vielleicht geht es ja dann besser. Vielleicht hat er eine super geile Leistung. Der Blaster würde übrigens so funktionieren. Hier vorne kann man dann die Pfeile reinstecken. Man muss sie manuell hier so reindrücken. Dann hier an meinen dran ziehen. Und dann können wir feuern. Hörte sich schon mal als recht dumpf, schwer an. Kann also für eine gute Leistung sprechen. Eine Sache, die ich hier sehr gut finde soweit, ist tatsächlich, dass wir 12 Pfeile mitgeliefert haben. Nerf ist ja immer so ein bisschen geizig, was die Pfeile angeht. Deswegen, naja, wenn sie schon sparen, dass wir wenigstens mehr Darts hat, ist schon recht geil. Wir haben hier übrigens ja, die sind auch noch total grell, diese gelb-orangen. Kann es irgendwie sein, dass sie die Farben über hatten und sie deswegen ständig benutzt werden? Naja, also es hätte wirklich besser getan, wenn man entweder alles orange-schwarz gemacht hätte oder alles gelbe-schwarz. So eins von beiden. Einmal hinterher ziehen und... Ja, pff. Der ist jetzt nicht mehr wieder auf die andere Seite des Raumes geflogen, aber ist zumindest nicht nur so aus dem Lauf gekrochen. Ich würde schon mal sagen, das könnten 20 Meter werden. Vielleicht nicht unbedingt 25 Meter, werden wir später beim Schusstest gucken. Aber schnell schießen ist sowieso keine Möglichkeit. Deswegen sollte schon eine gute Leistung da sein, damit wir es auch irgendwie als Scharfschützengewehr benutzen können. Weil ansonsten hat er nicht wirklich eine Daseinsberechtigung. Wenn man so ein bisschen Zielschießen machen möchte, wir haben ja hier dieses eine Korn, wir können das durchaus machen. Aber das können wir genauso gut mit einer Disruptor, die genauso viel kostet gerade. Und die 6 Pfeile gleich in der Trommel hat. Und kleiner und handlicher ist. Naja, wenn man wirklich so ein kleines Scharfschützengewehr haben möchte, kann man das auf jeden Fall machen. Naja. Der schien jetzt doch ein bisschen mehr Kraft zu haben. Wollen wir hoffentlich. Ich klammer mich an diese Hoffnung, dass es eine richtig gute Leistung ist. Und was mir soweit gut gefällt, ist, dass wir hier eine recht lange Schulterstütze haben. Nerf geizt auch da manchmal ein bisschen mit den Schulterstützen. Deswegen, das ist schon mal ein positiver Aspekt. Hier hinten haben wir auch keine dollen Aussparungen, es ist ein bisschen kantig hier an der Stelle, aber zumindest so, dass wenn man sich das hier in die Schulter drückt, dass es nicht allzu doll wehtut. Kompetent gemacht vom Design her, man kann es als Blaster benutzen, aber ich würde nicht sagen, dass es ein großartiger Blaster ist. Der kommt halt nicht auf so eine Top-50-Liste mit Nerf-Blastern. Das ist halt so ein, ich habe nicht viel Geld, ich möchte einen Scharfschützenblaster, was soll's, nehmen wir den mal mit. Ich habe noch diese komischen Schrotflinder mitgenommen, ich glaube, es waren die Cobra, so ein Doppelpaket war das. Die kann ich auch mal vorstellen, falls mal wieder ein Blaster nicht ankommt. Aber ihr merkt schon, ich habe nicht allzu viel Spaß, über die Dinger zu reden. Wobei, eine Sache muss ich dazu sagen, die mir tatsächlich sehr gut gefällt, wenn wir unbedingt einen Anfängerblaster haben wollen, der ist super leicht zu bedienen. Also hier gibt es keine beweglichen Teile, die sich irgendwie verklemmen können. Man kann hier den Pfeil einfach reindrücken, hinziehen, feuern. Das ist so einfach zu verstehen, man kann nichts falsch machen. Bei der Disruptor allein schon, habe ich die Trommel jetzt richtig bedient? Muss ich das Ganze da hinziehen? Wie funktioniert das? Hier kann man nichts falsch verstehen. Das ist also ein ganz guter Aspekt für Anfänger, für wenn man mal einen Blaster ausleihen möchte, ein paar andere Leute, die sich damit nicht auskennen, irgendwie so ins Hobby reinzukommen. Dafür sind die geil. Und falls es nicht funktioniert, gut, verschenken wir das halt weiter, es hat nicht viel gekostet. Das wäre also das, wo ich den Blaster sehen würde. Jetzt möchte ich den erstmal beim Schlusstest sehen. Ich habe den Übergang nicht wirklich geschafft, aber gucken wir erstmal nach, was für eine Leistung der Blaster wirklich drauf hat. So, mal in ein bisschen anderen Location. Ich musste ein bisschen improvisieren, weil nicht so viel Zeit. Aber hier haben wir erstmal den Blaster. Ich werde mal hier nur 3 Schuss geradeaus, 3 angewinkelt mit der Munition, weil es ist kalt. Wir haben übrigens Rückenwind, also falls es eine richtig gute Leistung ist, kann vielleicht noch ein bisschen daran liegen. Wollen mal sehen. Ja, die Sache ist, man muss die ganze Munition in der Hand behalten. Wir haben kein Magazin, also nachladen kann ein bisschen dauern. So, aber wenn man als Scharfschütze hinten die Zeit hat, ist natürlich in Ordnung. So, und jetzt nochmal 3 angewinkelt. Kannst du dich mal kurz hinter mich stellen, weil es sind ja schön gelbe Pfeile. Die sieht man vielleicht recht gut. So. Da fallen sie wieder runter. So. Nee.
Ich sag das mal, mit ein bisschen Übung geht das Nachladen natürlich schneller. Ich habe mich dann noch nicht so sehr geschult und ich habe eben trotzdem mitbekommen, trotzdem was ich vorhin gesagt hatte, wenn man hier anlegt, dann kriegt man durchaus ab und zu hier noch eine kleine Ohrfeige. Deswegen, damit zielen ist nicht mal allzu großartig. Guck mal nach, hier haben wir schon mal einen ersten Pfeil, der runtergefallen ist, trotz Rückenwind, bei nicht mal ganz 9 Metern. Hier noch ein gerade geschossener bei 11 Metern und einer bei, naja, nicht ganz 13 Metern. Die angewinkelten haben wir dann hier drüben liegen. Ich sehe hier schon mal einen an der Seite. Der ist bei 20,20 Meter. Schon mal gut. Einer bei 23,40 Meter. Schon muss ich auch wieder sauber machen nach dem Zeug hier. Und der letzte liegt bei ziemlich genau 25 Metern. Es ist erstmal eine Nerf Elite-Reichweite, aber es hätte ein bisschen besser sein können. Preis insgesamt ist natürlich großartig. Preis-Leistung, man kriegt einen Blaster, der schießt, der funktioniert. Trotzdem meine ich, wenn man wirklich einen guten Blaster für genau den gleichen Preis haben möchte, gerade die Disruptor wäre großartig und man hätte hier eine Menge verbessern können. Vielleicht hätte der Blaster wirklich einen Platz gehabt, wenn man einige Verbesserungsmöglichkeiten angebracht hätte. Ich würde jetzt mal ein bisschen was abrasseln. Zum Beispiel, die ganzen Pfeile muss man die ganze Zeit in der Hand behalten. Das ist blöd. Magazin, okay, kostet was, sowas einzubauen, auch ein internes Magazin kostet. Dementsprechend wäre es zumindest schön gewesen, wenn man diese ganzen Aussparungen hier genau so gemacht hätte, dass man Pfeile hätte reinstecken können. Das passt nicht. Hier, die Dinger halten da nicht wirklich drin. Das ist also ein bisschen unpraktisch in der Hinsicht. Ja, das hätte man auf jeden Fall machen können. Dieses große Ziervisier. Es hat keine Daseinsberechtigung. Es ist unnötiges Plastik. Das hätten sie sich wirklich sparen können. Einfach hier nur eine Kimme reinbauen. Dann hätten sie den Lademechanismus ein bisschen weiter nach vorne tun können. Denn wenn man hier anlegt, um wirklich zu zielen, geht nicht. Man kriegt das Ding häufig auch mal hier gegen die Wange, wenn man so richtig durchgucken möchte. Man muss also so zielen. Warum dann nicht gleich ein Korn einbauen, wenn man sowieso so rüber zielt? Naja. Die sollten mich vielleicht wirklich mal einstellen, das wär's. Also für Modder nicht wirklich geeignet, für Modus-Freunde definitiv nicht geeignet, für Leute, die unbedingt einen Scharfschützenblaster haben möchten und etwas, was so ähnlich aussieht und funktioniert und eine halbwegs ordentliche Reichweite hat, die können sich hier durchaus mal dran versuchen. Ach ja, noch ein Verbesserungsvorschlag, hier keine Pfeile mit einer orangen Spitze mit einfügen, denn ihr seht hier, das ist alles oranges Plastik. Man sieht nicht wirklich, ob man den Blaster geladen hat. Das ist immer so, hä, hab ich schon? Nee. Das ist genau das Ziel, wie sie davor. Man sieht die orange Spitze nicht über dem Orangen. Eine schwarze Spitze wäre besser gewesen. Oder gleich Akku-Strike-Pfeile. Naja, aber das jetzt nur so am Rande. Insgesamt, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Blaster, weil man mehr hätte draus machen können. Aber an sich ist erstmal ein schöner Anfang. Vielleicht wird daraus noch irgendwie eine bessere Serie. Man kann hoffen. Auf jeden Fall hoffe ich dann, dass nächste Woche, dass ihr wieder einschalten werdet beim nächsten Nerf-Video. Bis dann, macht's nicht und beißt euch durch. Euer Magic Bieber. Ciao. Mir ist kalt.